Ich brauche eine Spitzhacke, ne? Wo kaufe ich verdammt nochmal eine Spitzhacke? Oh Gott, ich bin so am Fällen. Kommst nicht zur nächsten Station. Elia, du musst auf alle Schilder halt draufklicken. Also alle Schilder angucken, einzeln und dann und dann halt bestätigen sozusagen, dass du es halt gelesen hast. Und dann kannst du zu dem Typen hingehen und kannst dich dort halt sozusagen freischalten. Ne? Zur Not guck dir meinen Stream und nochmal von Anfang an. Gibt's ja die Möglichkeit zum Glück. Und ich habe gerade einen Hasen überfahren. Oh nein. Es tut mir leid, lieber Hase. So, wir schauen natürlich wieder brav nach links und nach rechts. Ne? Und hier kommt keiner. Ach, das Blöde ist, ich muss wieder zurück, leider. Ich weiß nicht, wo kauft man sich denn die Spitzhacke? Kann mir das mal kurz jemand sagen, falls hier jemand noch zuschaut? Ich bin viel zu blöd. Ich habe ewig lang kein Altes mehr gespielt. Alter. Wow. Wow. Das war knapp, lieber Kollege. Alter Falter. Ja, hat er wahrscheinlich gerade jemanden überfahren. So, wieder dann ab in die City. Ich glaube hier geradeaus, ja. Müsste das eigentlich gewesen sein. Wahrscheinlich verfahre ich mich jetzt hier auch schon. Na, normalerweise kenne ich Kavala eigentlich ziemlich gut. Und ja. Genau, hier müssten wir gleich jetzt am Marktplatz sein, liebe Freunde. Wo kaufe ich mir eine dumme Spitzhacke? Ne, naja, natürlich sind wir nicht hier. Das war das andere weiße Gebäude, also wir müssen jetzt gleich rechts abbiegen. So, ne, wir natürlich hier versuchen auf die Hauptstraße halt zu kommen und versuchen niemanden zu überfahren. Links kommt keiner schon mal, das ist gut. Rechts kommt auch keiner. Also von da aus jetzt wieder hier ein bisschen Gummi geben. Ja, so ist es halt. So, auf dem Marktplatz müssen wir natürlich gucken, dass wir erstmal ein bisschen langsamer fahren. Ja, wir wollen ja niemanden überfahren, ne? Wo kann man denn hier noch parken? Kann man hier gratis parken? Wahrscheinlich schon. Deswegen, wenn wir uns einfach mal neben den Kollegen halt reinstellen, ne? In der Hoffnung, dass uns niemand vors Auto rennt, ne? Was wollte der Kollege denn hier? So, dann werden wir natürlich mal aussteigen. Ich finde das cool gemacht, auf jeden Fall, bis man hier auch sieht und also gleich sieht, dass das Fahrzeug abgeschlossen ist. Und irgendwo muss ich mir doch eine dumme Spitzhacke kaufen können, sag mal. Eigentlich kenne ich es beim General Store, ne, dass da eigentlich sowas mit drin ist. Wo gibt es die Spitzhacke? Aber die war, glaube ich, im Z-Inventar. Das heißt, du müsstest doch eigentlich beim Markt auch irgendwo geben. Aber ich sehe jetzt. Ach so, haha. Einmal für Dumme. Ne, die müssen wir natürlich kaufen. Ne, also sind wir natürlich einmal umsonst hin und her gefahren. Wie geil. So, das heißt, wir begeben uns natürlich wieder. Ich weiß nicht, der liebe Elia, wenn er auf dem Server drauf ist, ne, kannst du mir Bescheid sagen. Zur Not machen wir, fahren wir einfach ein bisschen zusammen oder so. So. Natürlich ins Auto einsteigen, schnell wieder abschließen. Oh, hier ist ein Polizeiparkplatz, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich gut, dass wir hier parken. Wir sind natürlich zivil natürlich unterwegs, liebe Freunde. Und ja, nein, ich bin natürlich kein Polizist. Und will die Polizisten eigentlich auch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt verärgern. Ein bisschen später auf jeden Fall, ne? Aber ich muss mir erst dieses Grundlegende halt erfahren halt. Ne? So ist es halt auf jedem Altersserver, wie ihr kennt es ja wahrscheinlich. Und ja. Das muss ich natürlich auch machen und ja, von da aus wird es noch eine längere Session, aber wie gesagt, mein Streamplan steht ja jetzt endlich fest. Und ja, wir machen heute so bis 17, 18 Uhr, denke ich mal. Dann halt am Mittwoch wieder und am Samstag. Ne? Also mehr kann ich momentan jetzt hier auf Twitch nicht raushauen, leider. Weil ich natürlich Vollzeit berufstätig bin, ne? Und das ist immer ein bisschen schwierig. Und ja. Mache aber nebenbei natürlich auch noch YouTube, also ich bin überwiegend bei YouTube bisher jetzt aktiv gewesen. Ne, und ja, habe mich jetzt so ein bisschen in Twitch verliebt, ne, weil diese Interaktion direkt mit den Leuten hier selber finde ich total cool. Und ja, ist halt sinnvoll. Na, was macht ihr? Oh. Ihr habt gesehen, wir sind gegen Busch gefahren. Ne, das ist nicht normal, Alter. So, das heißt, Windows-Taste reparieren. Ne, wir haben zum Glück einen Werkzeugkasten geholt, aber ein Busch hindert uns anscheinend daran, dass wir unsere Fahrt weiter fortsetzen sollen.
So, ich schaue natürlich immer bei Twitch in den Chat halt rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Ne, schießt los, liebe Freunde. Ihr könnt gerne fragen. Ne, das Fahrzeug ist zum Glück gleich repariert. So, dann schließen wir das Ganze wieder. Öffnen unser Fahrzeug, steigen wieder ein. Und fahren für die... Ich weiß gar nicht, warum der Kollege hier auf der Straße steht. Ne? Ja, okay. So, wir schauen natürlich mal, kann man hier eigentlich tatsächlich die auch irgendwie looten oder so? Ich weiß es gar nicht. Ah, hier, das ist ein Kart, was hier noch rumsteht. Alter Falter, was ist hier los, ne? Hier steht ganz schön viel Müll auf der Straße. Ich glaube, die ADC ist hier leicht überfordert, liebe Freunde. Naja, so ist es halt, ne? Warum nehme ich eigentlich immer diesen Eingang? Na, hier muss ich immer so blöd fahren. Na, und hier habe ich immer die Chance, dass ich gegen die Leitplanke fahre, statt ich einfach normal außen vorbeifahre. Oh, hier sind natürlich schon ein paar Kollegen vor Ort. Na, was macht der liebe Kollege hier? Ist er ein ärgerlicher Leute oder ist er ein netter Kollege? Ne? Wir werden natürlich erstmal uns in die Richtung so ein bisschen drehen. Und den netten Kollegen hier natürlich mit Hupen mal begrüßen. Und so, dann steigen wir aus und schließen das Ganze mal ab. Und werden mal gucken. Okay, wahrscheinlich muss ich doch... Ah, hier muss man es echt so machen. Moin. Gut, also, hier muss ich es tatsächlich jedes Mal so machen, dass ich die so benutze. Ja, von da aus, jetzt wird eine Runde Kupfer gefarmt, ne? Und wir schauen mal, ob wir vielleicht sogar überfallen werden. Und, ja, vielleicht haben wir auch Glück. Ich weiß, man kann sich bestimmt tatsächlich auch die Taste belegen, ne? Aber wir machen es jetzt erstmal so. Und ich denke mal, ein bisschen was sollte er ja an Kupfererz natürlich farmen können. Ich werde ihn mal kurz fragen gehen, ne? Vielleicht weiß er eine Antwort. Entschuldigung, leben Sie denn schon länger hier? Nein, leider nicht. Ich bin auf Kopf gegangen. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Dankeschön. Oh, kein Problem. Ja, er lebt also... ist auch gerade zugezogen, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber er betreibt anscheinend den gleichen Handel wie ich, ne? Beziehungsweise will sich auch erstmal ein wenig Geld hier erfahren. Ich weiß nicht, Elia, wie sieht's denn aus bei dir? Bist du denn vielleicht schon auf dem Server weitergekommen jetzt oder nicht? Könntest du mir mal sagen, ne? Kannst dich auch gerne in TeamSpeak entmuten. Also, beziehungsweise im TeamSpeak das auch gerne machen. Das sollte nicht so das große Problem sein. Oh, der Kollege ist schon fertig gesammelt. Ja, tschüss. Und ja. Puh, wir schauen mal, wie lange, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier sammeln können. Aber ich find's cool gemacht. Die haben hier sehr viele Icons und sehr viele selber gecodete Sachen. Beziehungsweise selber geskriptete Sachen, ne? Und vielversprechender Server, ne? Ich denke mal, hier werden wir noch längere Zeit verbringen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Polizisten online sind. Das könnte man ja nebenbei mal gucken. Also ihr seht, das ist echt hier Spieler, das ist onmassig hier, ne? Kann hier auch mal hoch und runter scrollen, also der Server ist rappevoll, hier sind 1000 Leute, nicht 1000, 100 Leute oder so drauf circa. Ne, und ja, es gefällt mir. Oh, nein, ich will nicht, nein, ich will nicht meinen Stauraum öffnen. Boah. Okay, gut zu wissen. Huch, ah, man hat sogar einen Sound gehört von einer Kofferraumklappe, habt ihr es gehört? Wie geil, ne? Er ist am Markt. Ah, okay, Lia. Alles klar. Ich bin gerade am Kupferfeld, wie du ja mitbekommst wahrscheinlich, ne, und sammel schon ein bisschen Kupfer. Du solltest dir einen Führerschein holen, auf jeden Fall, ne, ganz, ganz wichtig. So, was wollte ich jetzt machen? Ah, hier genau benutzen. Ich werde gleich nach meiner Steuerung nachgucken, beziehungsweise zum nächsten Stream werde ich an der Steuerung halt nachgucken, ob man sich die Taste binden kann. Na, weil ich kenne es halt so, dass man es auch mit Windows-Taste zum Beispiel halt macht, ne, und nicht jedes Mal hier reinscrollen muss und das benutzen muss. Vielleicht ist das aber so, wir müssen mal sehen. Man kann man als Bandit auch Rebelle werden, okay. Ja, ihr habt ja gesehen, man kann hier am Anfang normaler Zivilist, Rebelle, Bandit oder sowas halt werden. Achso, das kann ich nicht benutzen, ist klar. Oh, mein Inventar ist voll, endlich. So, das heißt, wir können natürlich hier was verstauen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir reinkriegen. Ne? 24, lagern. Okay, passt natürlich nicht rein. Also, das heißt, wir machen alles mal wieder einzeln rein. Ne?
So, Uhr 12 kriegt man dann rein. Okay, alles klar. Das ist aber nicht gerade sehr viel, ne? Ja, so ist es halt, ne? Wir werden aber dann einfach mal weiter sammeln. Und ja, noch 12 können wir einsammeln. Also 36 können wir dann halt insgesamt nehmen. Ich muss mal einen kleinen Schluck zu trinken nehmen, liebe Freunde. Achtung, Raimgard und seine Gangs Outlaws sind dabei, die Kommunikationsstrahlen zu senken. Okay. Ja, also hier geht's echt viel ab irgendwie. Ne, ich habe schon lange, wie gesagt, kein Alts mehr gespielt. Hab's früher halt nur privat gespielt und habe das mir mal vorgenommen, eigentlich als für mein YouTube-Format, beziehungsweise für meinen YouTube-Channel halt als Format zu machen. Und hab's aber nie gemacht. Warum auch immer, keine Ahnung. Und da ich jetzt auf Twitch ziemlich neu bin, habe ich natürlich gedacht, ja, warum mache ich es nicht in Twitch? So, es ist sinnvoll, denn man kann natürlich mit Leuten vielleicht auch sogar zusammenzocken. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, mitzuzocken oder mit mir zu quatschen oder sowas, einfach auf unseren Teamspeak kommen, tjfmc.de. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also, ja, wie gesagt, ich versuche euch immer zu unterhalten und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder sowas, was ich hier auch gerne machen soll, sagt es mir. Na, man kann über alles reden, liebe Freunde. Na, deswegen Twitch interaktiv mit mir zusammen, liebe Freunde. So, dann... Ne? Zwei Kupferherz abgebaut, yeah! Also wir kriegen 12 halt ins Auto rein tatsächlich nur, das ist nicht so viel. Ne? Ich hätte gedacht, das ist mehr. Aber allgemein hier auch so, dass... Ne? Ich kann mir schöne Skins halt... Ja, jetzt sammelt dann... Ah, mein Inventar ist voll. So, jetzt will ich tatsächlich nochmal sicherstellen, nicht, dass ich hier umsonst... beziehungsweise, dass ich zu wenig hier mitnehme. So, Kupfererz einzeln lagern. Okay, passen nur 12 rein, also das heißt, wir sind komplett voll. Und wenn jetzt als nächstes zur... Ich werde das gerade hier wieder machen. Also wie gesagt, Spieler ist hier rappelvoll. Die Kupferverarbeitung war... Kupferverarbeiter, genau, das war dieser hier. Na, das war der etwas längere Weg, soweit ich jetzt weiß. Ich weiß gar nicht mehr genau den Weg. Wo wir auf jeden Fall erstmal... Achso, stopp. Voll wieder falsch abbiegen. So... Ich begrüße natürlich auch alle herzlich, die bei Twitch zuschauen, ne? Ihr seid immer willkommen, meine Freunde. So, währenddessen werden wir jetzt unseren Weg bahnen, ne? Da vorne hat natürlich der eine seinen Unfall gebaut. Und das Kart dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ich glaube, es war... Ich weiß es gar nicht mehr. War es sinnvoll? Ja, wir fahren einfach hier die Straße halt weiter lang. Schauen wir mal. Ja, beim Pfirsichfeld hat es ja noch so gut geklappt, da konnten wir... Ach so, Ilia, stopp. Ilia, bist du im Teamspeak? Wenn du im Teamspeak bist, kannst du auch gerne mit mir reden. Ich werde nochmal eine kurze Runde, ich werde mal zum Markt einmal zurückkommen, dann treffen wir uns mal dort. Weil du ja gesagt hast, ne, wir können auch eine Runde zusammen zocken, das ist kein Ding. Ja, ja. Deswegen... Wenn wir jetzt nochmal zurück Richtung Kavala Marktplatz heizen, liebe Freunde. Ja, ja. Ich habe mir ein GPS geholt tatsächlich. Na, das werde ich auch auf jeden Fall anmachen. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Wenn man es nicht benutzt, liebe Freunde. Ne? So, wir werden jetzt hier abbiegen. Diesmal fahre ich nicht falsch, ne, weil. Einmal reicht, würde ich sagen. Ja, das Ding lenkt sich auch wie ein alter Schwamm, ne? Also ihr kennt es ja, wenn ihr vielleicht schon mal in Arma hier diesen Jeep gefahren seid. Also die haben es schon ein bisschen mittlerweile schon mal verbessert, ne? Wir wollen natürlich hoffen, kommt ja einer von rechts, nö, kommt keiner. So, da kommt auch keiner. So. Mit welcher Taste öffne ich das Inventar? Mit Z. Oh, Alter. What the fuck? Hilfe! Alter, warum schießt der auf uns? Ist der doof oder was? Kann ja nicht wahr sein. Alter Falter, ich weiß nicht, warum die auf uns geschossen haben. Das kann mir jetzt gerade keiner erklären, liebe Freunde. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war nicht nett. Alter, da schießen welche rum am Markt plötzlich. Ich glaube, wir werden uns mal ein ganz kleines Stück hier verdrücken. Und, ja. Drehen einmal eine Runde. Und, vielleicht werden wir uns auch Richtung Polizei begeben. Na, ich schau mal. Wir lassen natürlich die Polizei mal vorbei. Ne, und ja, fahren natürlich denen hinterher. Das ist sinnvoll, weil dann kann... Ach, der Gamesfiger. Hallo. Hallo. Steig ruhig ein. Moment. Du hast offen. Kannst einsteigen. Ilia, wie gesagt, du kannst auch gerne mit uns quatschen, so, wenn du möchtest. Willkommen erstmal. Alter, auf mein Auto wurde gerade geschossen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie Schüsse gehört hast, ne?